Stimme ist PC Focho. Singleplayer kommt ist 1.4.6, wäre geil, weil das von 1.4.5, das geht nicht mehr. Ihr wollt die Singleplayer Comments? Dann bekommt ihr sie. So, ja, willkommen zur Mod Review von Singleplayer Comments. Das ist für den Singleplayer eine kleine Cheat-Konsole sozusagen. Das wandelt den Chat sozusagen in ein Multifunktionsterminal um. Ich werde euch jetzt die wichtigsten Befehle mal eben vorstellen. World Edit habe ich jetzt nicht mit reingebracht. Einfach aus dem Grund, weil ich das irgendwie von nicht hinbekommen habe. Aber sei es drum. Wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten an. Wie ihr sehen könnt, wird es gerade Nacht. Wir setzen jetzt mal, oder es wird dunkel, sagen wir mal so. Wir machen das Wetter sei schon die Tageszeit, einfach mal zum Tag. Das machen wir / Time Day. Und ihr sehen könnt, die Sonne ist gewandert. Dasselbe geht auch mit / Time Night. Da ist dann der Mond da. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir machen jetzt mal Tag, weil das sonst hässlich aussieht. So, das nächste Comment, was ich euch zeigen will, ist das Fly Comment. Das zeige ich euch am besten, wenn man im wie heißt das noch? Im Survival-Modus ist. Dazu gehen wir ein / GM0. Dann kommen wir in den Survival-Mode. Können wir auch so machen. Im Creative Mode oder zu zweit, zum Adventure Mode. Da gibt's ja diese verschiedenen Dinger. Wir können jetzt einfach / Fly eingeben. Und dann können wir mit Doppel-Leertaste fliegen. Die Geschwindigkeit können wir einstellen, indem wir / Set Speed eingeben. Und dann zum Beispiel 4 eingeben. Da sind wir dann nun schneller. Und die Musik mache ich mal eben aus, da das sonst hässlich wird. Mit der normalen Hintergrundmusik, die ich einfügen werde. Das geht dann noch viel, viel schneller. Set Speed 10 zum Beispiel. Dass man dann sehr, 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 sehr schnell kann bei manchen Systemen zu Lags kommen, weil die Chunks halt laden müssen und manchmal nicht so schnell hinterherkommen wie bei High-End-Systemen. Ja, so, dann machen wir den Fly-Mode mal aus. Wir sind jetzt noch hier, wie ihr sehen könnt, beim Laufen so schnell. Machen wir jetzt mal Set-Speed 0. Ne, das war jetzt nicht richtig. Set-Speed machen wir mal 2. Auch nicht richtig, machen wir Set-Speed 1. So, das ist das normale Laufen. Moment, geht da auch Minus? Ah, da läuft man rückwärts, wie geil ist das denn? Geil. Ja, gut. Das nächste ist, wie ihr sehen könnt, haben wir gerade Damage verloren. Oder Damage bekommen und Herzen verloren. Dann tippen wir einfach ein / Heal. Not enough arguments. Und im Schwarze. 10. So, voll geheilt. So. Dann können wir einen Spawn Point setzen, indem wir eingeben Set Spawn. Und der Punkt, wo wir sind, wird zu dem Spawnpunkt. Das ist ganz nützlich, wenn man abkankt, kann man direkt neben seinem Haus gespawnt werden, wenn man das so macht. Oder wenn man irgendwo in der Höhle ist, kann man dann einfach eingeben / Home und schon werdet ihr zu eurem Spawnpunkt teleportiert. Das ist ganz nützlich und ich finde eine der besten Funktionen, da man dann nicht auf die ganzen Betten angewiesen ist. Und wenn man mal im Schlaf von einem Creeper erwischt wird, der gerade zum Orgasmus gekommen ist und explodiert ist, dann kann es sein, dass das Bett weg ist und der Spawnpunkt ist zerstört und ihr spawnt da, wo ihr ganz am Anfang gespawnt seid. Ja, dann gibt es den Jump-Befehl. Da könnt ihr dann, wo ihr hinguckt, hinjumpen. Das ist auch ganz cool, finde ich. Können wir es mal so machen, ganz da hinten. Oder, nee, wir machen das mal da hinten. Vielleicht könnt ihr das sehen. So, Jump. Oh, kann er nicht sehen. Okay, dann nehmen wir mal den. Kann er auch nicht, das ist zu weit weg wohl. Das ist auch zu weit weg. Aber da. Ja, das geht. Das kann man dann beliebig weit machen. Muss halt immer nur das hier ändern, wo es hin soll. Also immer verschieden hin und her gucken. Und dann gehen wir einmal zurück. Perfekt. So, ja. Dann gibt es noch den Repair-Befehl. Dazu mache ich mich aber erstmal wieder zum... In den Creative Mode mache ich mich. Ich habe heute wieder so Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn wir, mal um das eben darzustellen, was abbauen, verlieren die Gegenstände an, wie heißt das? An Lebensdauer, sagen wir jetzt einfach mal. Das könnt ihr ja sehen, indem hier unten die grüne Leiste immer weniger wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gegenstand auf
sehr, sehr rot ist, also gleich fast tot ist, können wir einfach Schrägstrich Repair eingeben und schon wird der Gegenstand geheilt. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man mehrere Gegenstände hat, ob alle geheilt werden oder nur das, was man in der Hand hat. Das wäre mal ganz cool zu wissen. Das mache ich auch mal eben schnell. So, den haben wir beschädigt. GM1. Nächste Schaufel. GM0. Machen wir mit der mal eben hier weiter. So, machen wir mal Repair. Ja, da wird nur der Gegenstand in der Hand gehealt. Repariert sozusagen. Ja, ich hatte mir da noch einen rausgeschrieben, einen Befehl. Der war Schrägstrich Plattform. Ich habe aber keinen Plan, was der bewirken soll. Genau, da wird ja Glas unter eingemacht. Schauen wir mal, wie das ist, wenn wir rumfliegen. Plattform. Ah, okay. Naja, das kann vielleicht sein, wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwo ist und runterfällt, kann ganz schnell Plattform und dann ist man hier wohl gerettet. Man kann sich auch Makros erstellen. Makro H. Okay, ich weiß gar nicht, wie man die kreiert. Moment. Great. Steht aber auf der Homepage. In dem Thread, wo das war. Wo ihr das auch runterladen könnt. Welche Befehle es sonst noch gibt. Das sind nämlich sehr, sehr viele, die ich hier alle nicht jetzt sagen will, weil das auch ja zu viel ist für so ein Review. Ja, kommen wir nun zur Installation. Seid nicht geschockt, ich habe jetzt Windows 8 und da kann ich irgendwie den Desktop nicht richtig aufzeichnen. Deswegen habe ich Bilder gemacht, die das alles auch sehr gut erklären. Alles klar, dann sehen wir uns gleich in der Installation wieder. Die Installation der Singleplayer Commons ist sehr einfach. dazu ladet ihr euch erstmal die Singleplayer Commons Jar Datei runter. Die befindet sich in dem Thread von dem Singleplayer Commons Mod im Minecraft Forum. Der Link dazu steht auch in der Beschreibung. Also auf mehr Anzeigen klicken unter dem Video. Ja, um die Mod zu installieren, doppelklicken wir das, klicken auf Backup Minecraft Jar und eventuell noch Backup Worlds, um halt ein Backup zu erstellen, falls was schief geht. Dann klicken wir auf Install Version. Wenn euer .Minecraft-Ordner woanders liegt, müsst ihr das hier per Bros eben angeben. Da müsst ihr dann einfach hin navigieren. Ja, klicken wir drauf. Dauert einen Moment und dann kann man, wenn es installiert ist, über diesen Button Minecraft auch starten. Und das war's dann auch schon. Ja, wenn euch die Mod gefallen hat oder das Video, dann lasst mir doch einen Gefällt mir da und schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Mod findet, welche Mod ihr als nächstes sehen wollt und eventuell kommt dein Channel dann auch an den Anfang des Videos. Bis dahin, viel Spaß mit der Mod.